Okay, Leute, 3, 2, 1, go! Okay, Leute, wir haben alles. Ich bin gespannt auf den Preis. Ey, oh Leute, willkommen zu diesem weiteren wunderschönen Video, meine Freunde. Wir haben heute die ganze Gang am Start. Wir sind auf jeden Fall heute unterwegs und zwar in einem riesigen Süßigkeitenladen. Das Ding ist 1000 Quadratmeter groß und wir sind gleich ganz alleine. Diese Tore werden gleich zu sein und wir werden hier eingesperrt sein für die ganze Nacht. Ich glaube, wenn wir genug zu essen, dann werden wir auf jeden Fall finden. Da haben wir ja heute kein Problem. Ich weiß noch, letztes Jahr, wo wir auf dem See waren, da mussten wir ja Fische fangen und sowas. Ja, das war hart. Die Fische waren auch echt richtig schlimm, ja. Aber jetzt, Leute, haben wir auf jeden Fall genug zu essen. Dafür haben wir andere Probleme. Wie zum Beispiel, dass Lea mit dabei ist. Das ist ein sehr großes Problem. Ja. Ja. Ich würde sagen, gehen wir rein in den Laden. Und als allererstes würde ich sagen, suchen wir einen Schlafplatz. Let's go. Falls ihr nach diesem Video immer noch Bock habt auf ein weiteres Video von mir, dann schaut auf jeden Fall auf Hey Mo vorbei. Wir haben da nämlich 3 Musikvideos in einem Tag gemacht. Und die sind richtig cool geworden. Du hast schon wieder gelacht und schon wieder gemacht. So love. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit diesem unfassbar geilen Video. Also guckt euch das an, Alter. Wir sind so viele Sachen und wir dürfen heute alles davon haben. Nachher werden wir auch noch eine Challenge machen und in 100 Sekunden alles kaufen dürfen, was er haben will. Einen kompletten Wagen damit voll machen. Also ihr dürft richtig zuschlagen. Hier gibt es auf jeden Fall einige Sachen, aber ich finde irgendwie dieser Platz da, der sieht irgendwie so richtig nice aus für den Schlafplatz, oder? Mhm. Findest du es nicht sehr gemütlich, Lea? Super gemütlich. Ich find's toll. Wer ist dafür, dass wir da heute pennen? Ja. Sehr gut. Ich habe auch ein tolles Zelt für uns alle gekauft. Ich glaub, das Zelt ist ein bisschen zu klein, wenn ich ehrlich bin, aber naja. Leute, seid ihr, fühlt euch schon wohl? Ja, ich fühle mich auch richtig wohl, Digga. Ich lasse einfach jetzt die Tüte nehmen, Digga. Wie geil. Alter, ist das ja einfach über mir. Oh mein, es fliegt sogar vom Himmel hier. Oh mein Gott, wie kann das sein? Es fliegt einfach vom Himmel. Wow, das ist ein Traum, meine Freunde. Sagt hallo zu meinem Mega-Zelt. Ah, nice Zelt. Das ist so scheiße. Leute, Bruder, wie wollen wir da reinpassen? Hör auf zu kritisieren. Okay, ich hab euch verarscht. Ich bin der Einzige, der im Zelt schlafen wird. Tschüss. Wollen wir nicht mindestens eine Challenge oder sowas machen? Wer gewinnt, der kriegt das Zelt. Na gut. Dieser mega begehrte Platz, Leute. Das sieht schon richtig luxuriös aus, Leute. Stellt euch vor, einfach hier drin zu schlafen. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein paar Challenges. Und der gewinnt, der darf in diesem mega tollen Zelt sein. Okay, meine Freunde, jetzt würde ich sagen, machen wir eine kleine Wer-kann-mehr-Challenge. Und zwar haben wir so richtig eklige Augen, Leute. Guckt euch das an. Yo, what are you doing? Was macht ihr da? Junge, wenn die mit dem Video sind, ist alles kaputt, ne? Wer von uns beiden hier mehr von diesen Augen in den Mund bekommt, der gewinnt. Also, wer hat hier den größeren Mund? Also, würde ich sagen, Jano? Ja, mein erstes Auge. Fangen wir ein. Auge Nummer 1, let's go. Oh, die sind... Ja, jetzt geht's. Oh, Junge. So, Nummer 1. Warte. Was schmecken die? Auge. Okay, ich bin bei 2 Augen, Jungs. Und 3. Das sieht so dämlich aus. Nur Augen. Wie viele hast du? Kannst du noch? Das ist ein Schlüssel. 1, 2, 3. Ich kann nicht mehr. Nicht da rein. Ich wusste nicht wohin, ich war noch vorne. Leute, die Challenge haben wir irgendwie beide verloren, glaube ich. Aber die waren lecker. Okay, Leute, die nächste Challenge ist mit diesen Center Shocks. Die kennt sie vielleicht, diese wunderschönen Center Shocker. Und jetzt geht es darum, wer mehr Center Shocker schneller essen kann. Beziehungsweise wer es als erstes schafft, alle zu essen. Alle. Alle. Ja. Alle. Das ist doch nicht dein Ernst. Also, oh mein Gott. Oh. Jeder hat jetzt hier seine Center Shocks liegen. Lea, bist du bereit? Ja. Okay, dann würde ich sagen, lass die Challenge beginnen. 3, 2, 1, go! Alter, guck mal, ganz wie schnell Lea durchzieht. Die macht sich mal Emotionen, Alter. Ich hasse sauer. Ach, du hast sauer? Das ist natürlich nicht so gut. Nee, los, das war mal ihr voll. Ich mach sie mit auf. Hey! Dann mach ich aber auch mit auf. Okay, Leute, mach ich alle mit. Scheiße, ich krieg's nicht auf. Okay, Leute. Nicht mehr viele. Du hast Gänsehaut, Alter. Du hast Gänsehaut davon. Krank. Ich glaube, der kann man nicht. Oder du ziehst es jetzt durch. Du musst jetzt durchziehen. Lea hat nur noch 3 Stück. Lea nur noch 4 Stück. Oder die letzten drei. Oh mein Gott. Lea ist runtergefallen. Der letzte. Und die kriegt sich auf. Oh mein Gott, Luna hat auch den letzten. Ja. Nein. Das war so schwach.
sagen, beide hatten noch eins, was ich niemals so gut hinbekommen. Ich schwöre, niemals. Ich habe keine Geschmacksnerven mehr. Lea, du hast den Platz ergattert im Zelt. Ist das nicht toll? Ich wollte am wenigsten das Zelt, glaube ich, aber ja. Wann kommt denn hier der Zimmer Service? Der Zimmer Service ist da und ein leckeres Gericht, was Sie wahrscheinlich noch nie gegessen haben, Lea. Mmh, einen weiteren Center Shot. Das ist hier das Gericht des Hauses. Lea, wir sind in einem Süßigkeitenladen, hier gibt es nur Süßigkeiten. Also aber es gibt hier doch ungefähr 1000 Süßigkeiten, davon hast du diesen Center Shot ausgesucht. Dann schlafen in einem Zelt. Leute, ich habe hier ein paar Sachen im Laden gefunden. Ich weiß ja nicht, wer sich das traut zu essen. Jeder muss auf jeden Fall eine Sache sich aussuchen. Das hier ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Da sind Sachen drin, die man essen kann, okay? Wer möchte den Erste-Hilfe-Kasten haben? Ich. Also, ja, geil. Okay. Wer möchte, das sind die sauresten Süßigkeiten, die ich hier gefunden habe. Sag mal. Genau. Nola und Lea, ihr teilt euch dann die letzte Sache, würde ich sagen. Die ist richtig toll, die ich gefunden habe. Krötenbeine. Yay. Ja, du hast gekriegt, ich hab's gekriegt. Oh, da müsst ihr euch jetzt die Krötenbeine teilen. Macht sie auf. Warte mal, ich glaube, so macht man das auf. Naja, scheinbar auch, oder auch nicht. So, Leute, ich habe euch das jetzt aufgemacht, eure leckeren Krötenbeine. Seid ihr bereit? Ihr müsst sie essen, ne? Oh mein Gott, ich dachte. Ja! Oh mein Gott. Alter, Gott sei Dank. Das sind einfach ganz normale Kröten, Digga. Das sind keine echten Krötenbeine, Leute. Irgendwie habe ich jetzt richtig Kopfschmerzen von dem Ausgang der Challenge bekommen. Du hast was? Dann nimm doch einfach das Anti-Idiotikum von Idioten für Idioten. Wow! Das sind einfach ganz normale Kaugummis, oder was? Und davon brauche ich ganz dringend einen, Alter. Also wirklich für Idioten. Ich habe dir gerade nicht meinen Mund bekommen. Ich will mal gucken, ob ich ein bisschen weniger ein Idiot bin, wenn ich das esse. Nee, es ist gleich immer noch. Es bringt nichts. Okay, meine Freunde, jetzt würde ich sagen, geht's los mit der Hauptchallenge in diesem Video, Leute. Wir sind ja hier in einem riesigen Süßigkeitenladen. Es ist hier alles da. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, in 100 Sekunden alles, was ihr haben wollt, hier reinzutun. Wir haben 100 Sekunden, Leute, ne? Das ist nicht viel. Seid ihr bereit? Leute, ich gehe einfach jetzt in den Einkaufswagen rein oder nehme ich einfach die Sachen rein, okay? Dann geht's auch viel schneller. Okay. Du läufst nach rechts, du läufst nach Mitte. Ich glaube, du läufst Mitte. Okay, nach Mitte. Nach. Okay, Leute, 3, 2, 1, go! Oh mein Gott! Ja! Okay. Ich glaube, wir haben nicht genug. Stopp, stopp. Bro, stopp. Es war so anstrengend, stopp. Sie zu schieben. Guck mal, was ihr hier gemacht habt, Alter. Ihr habt alles zerstört. Ja, das Ding ist, Leute, alle Sachen, die runtergefallen ist, müssen wir auch kaufen, ne? Süßigkeiten so schwer sind. Alle Sachen, die runtergefallen sind, kaufen wir auch, ne? Also keine Sorge. Junge, ihr habt hier das absolute Chaos angerichtet. Wie viele Oreos hast du denn da reingetan, Johannes? Ich hab die auch reingetan. Okay, Leute, das ist also eure Ausbeute. Ich bin sehr gespannt, wie teuer das wird. Ach du Scheiße, Alter. Junge. Kasse, ja. Warum vor allem 10 Packungen 1 Liter Kakao? Für mich. Hey, Junge, ich trinke das halt. Kann nur von Johannes kommen, so Mann. Isabel, wie geht's dir gerade? Die Süßigkeiten sind so schwer, ey. Du wolltest in den Korb rein. Wow, noch den dritten Wagen. Wie viel habt ihr gekauft? Wie viel ist euch runtergefallen, Alter? Leute, ich habe hier meinen neuen Job als Kassierer angefangen, Leute. Guckt euch das an. Ach du Scheiße. Warte mal, okay. Wir fangen jetzt mal an zu scannen. Oh. Warte, okay, Leute. Warte, nicht so viel, Alter. Ich bin überfordert in meinem Job. Alter, wir sind jetzt schon bei 10 Euro. Mein Gott, gib wieder ab hier. Wie viele Oreos? Wie viele Oreos habt ihr euch da gekauft, Alter? Das ist so geisteskrank. Wir haben noch mehr. Noch mehr. Oh mein Gott, das wird so teuer. Okay, Leute, ich glaube, wir überlassen das dem Profi. Okay, Leute, wir haben alles. Ich bin gespannt auf den Preis. 540. Ich sag 700. Wahrscheinlich 700, oder? Ich sag 490. Okay. Es sind 396 Euro. Alter. Fast 400. Aber günstiger als wir dachten. Das heißt, ihr müsst eure Preise teurer machen. Nein. Nein. Ach du Scheiße. Ein kleiner Bon, Leute. Ja, auf entspannt. Wir gucken, wie viele Oreos wir haben. Ganz kurz. Ach, 93 Oreo-Packung habt ihr. 93 Oreo. Packungen. Junge, ihr seid komplett krank. Was, wie viel haben wir? 1488 Oreos. Ich drehe, rechnet hier die einzelnen Oreos. Wir
Okay, Leute, ja. Dann würde ich sagen, bringen wir das mal zu unserer Schlafstätte, oder? Das ist unser Areal. Alter, wie viele Sachen habt ihr hier? Ja, okay, das Ding ist, wir werden halt auf jeden Fall wieder durchmachen, weil ich halt mal wieder überhaupt nicht geplant habe, dass wir hier wirklich schlafen. Junge. Obwohl, warte mal, wir können uns doch mit Süßigkeiten zudecken. Also, das ist die beste Idee, die du je hattest. Deckt euch damit zu. So, hier eine kleine Decke für euch. So. Ist das bequem? Ich auch wohl auf meinen Schwanz. Das sieht aber richtig gemütlich aus hier, Alter. Okay, ich würde sagen, so können wir die Nacht überleben. Nee, Alter, hab ich gar nicht gesehen. Leute. Oh nein. Ja, Leute, ich würde sagen, es ist Zeit, in die Haie zu gehen. Beziehungsweise, wir werden hier auf jeden Fall durchmachen. Die Security dachte einfach gerade, dass wir hier eingebrochen sind. Alter, hätte ich aber auch gedacht. Ich meine, guck dir das mal an, Digga. Alter, Junge. Dum, 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 dum. Guten Morgen, Kinder! Na, wie hat es euch gefallen hier in diesem wunderschönen Laden? Ja, gut, aber... Digga, warum sind eigentlich hier alle Süßigkeiten weg? Wo ist meine Decke? Digga, wo ist deine Decke, Isabel? Hä? Irgendjemand hat sich hier alles gefressen. Warte mal. Lea? Lea! Was ist mit dir, Lea? Was war das? Wie dick sie geworden. Alter, Lea, was hast du gemacht? Du hast ja alle Süßigkeiten gefressen. Sieht man das? Nö. Oh, Digga, das war richtig gut. Oh Gott. Okay, Leute, ab nach Hause. Fast ein Äquivalent dazu zu wer kann besser blasen. Das ist ja nicht so gut abgeschnitten tatsächlich. Also Leute. Die ist auf Nona, Digga. Schon wieder auf Nona gegangen. Junge, was ist mit dir los? Julia hat mir erzählt, Kotzen, Hinfallen und Schmerzen sind gut für die Klicks. Ist auch so. Guck mal, jetzt so. Jetzt guck. Ja, Alter. Guck mal nach oben.